Hallöchen, hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt euren vergessenen Last Parents Mana begrüßen. In der letzten Folge sind wir hier bei dem lieben Mr. Marconi stehen geblieben, unserem Vermieter, glaube ich, der irgendwas von uns will. Und einem wollen sie was fern, ich kann nicht dran, kann ihn den ganzen Tag ins Mauderküche zu sehen, sehr charmant. Gehen sie auf ein Rennen, dabei haben wir gerade erst angefangen, uns so richtig kennenzulernen. Alles Gute zum Vermietertag, ist das nicht der Tag, an dem sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Das hört sich doch gut an. Alles Gute zum Vermietertag? Ist das nicht der Tag, an dem sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Echt witzig. Die Miete, Hicks. Wie immer bist du zu spät dran. Ich sehe mein Geld nicht. Ja, die alles versoffen. Mr. Marconi, aber kommen Sie schon. Bin doch nur ein paar Tage überfällig. Keine große Sache. Du schuldest mir die letzten 3 Monate. Oh, da muss es wohl irgendwo Probleme mit dem Papierkram gegeben haben. Verdammte Bürokratie. Ja, immer diese Bürokratie. Ich werde mal mit meinem Finanzberater reden. Ich melde mich bei Ihnen so schnell ich kann. Bitte, X. Du hast so viel mit einem Finanzberater am Hut wie ich mit Ballettschuhen. Lass dir was Besseres einfallen. So wie damals, als ich sie mit Goldmünzen bezahlen wollte? Das waren golden angemalte Kronkorken. Ich habe 3 Wochen gebraucht, um die Farbe von meinen Händen zu kriegen. Mr. Marcon, ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Also, ich habe da so ein Problem, so one last problem und so. Mr. Marconi, ich habe ein Problem. I got one less. Geboren. Nein, so war das nicht. Das Ding ist, mein Job macht mich wirklich fertig. Ich werde ausgebeutet. Es kommen immer hunderte von Bestellungen rein, die alle pünktlich und in perfektem Zustand geliefert werden. Boah, der erinnert mich gerade so hart an einen Arbeitskollegen. Mir egal. Die Kunden. Alles ja. Egoisten. Die sagen nie Danke oder schönen Tag noch. Die behandeln mich wie Dreck, wissen Sie? Als hätte ich keine Gefühle. Die sagen nur Sachen wie, das Paket ist kaputt. Das Paket sollte nicht tropfen. Das ist nicht die Adresse, die Sie suchen. Ist es denn zu viel verlangt, dass Sie einfach unterschreiben und Ihr kaputtes Paket behalten? Ja. Ja, Mr. Marconi? Du arbeitest für den schäbigsten Kurierdienst der Stadt. Und du denkst länger darüber nach, wie du von der Arbeit wegkommst, als du tatsächlich arbeitest. Wow, 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 Mr. Marconi. Das ist aber so nicht ganz richtig. Es ist 11:30 und du stehst hier. Randall, du bist wie ein Sohn für mich. Weißt du, was das heißt? ja, das nehmen wir. Ich will die alle gar nicht lesen. Jesus H. Christ. Deine Eltern tun mir leid. Danke, Mr. Marconi. Sie sind wie der Vater, den ich immer wollte. Dieses Jahr zum Vatertag mache ich Ihnen eine ganz besondere Karte. Mit Macaroni und Glitzer. Oh, voll süß. Du machst mich fertig, Hicks. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Mitbewohner Mortimer. Der ist ein echter Arbeiter. Wovon reden Sie da? Der Typ ist seit Monaten nicht aus seinem Zimmer gekommen. Er ist der perfekte Mieter. Er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen Ärger. Ich glaube, so wäre ich auch. Alles, was du kannst, außer die Aufnahmen. Mir das Leben zur Hölle machen. Ich weiß, Mr. Marconi, keine Megafone mehr nach 10 Uhr. Was? So. Und soweit ich weiß, spricht Mortimer nicht mal unsere Sprache. Lass ihn in Ruhe. Versuch lieber selber verantwortungsvoller zu sein, Hicks. Wie wäre das? Fang mal was mit deinem Leben an, Herrgott nochmal. Geht sofort los. Übrigens. Sie sagten, Sie würden mir mein Megafon wiedergeben. Ich will mein Geld. Jetzt! Was ist denn nicht in diesem Aufzug passiert? Ist das Blut? Oder... Wo ist die Mortimer? Wissen Sie, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Nehmen wir das Erste. Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte Sie bezahlen. Gott! Oh! Ich hatte gerade das, was man in Alkoholikerkreisen als Moment der Klarheit bezeichnet. Ich habe meine Hälfte letzte Woche Mortimer gegeben. Ja. Das reicht, Hicks. Dein Mitbewohner ist ein vielbeschäftigter Mann. Was also macht er denn? Ich habe den noch nicht mal gesehen. Und bring das in Ordnung. Ich gehe nicht hier weg, bevor du bezahlt hast. Okay. Wussten Sie, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie nicht wissen, wohin damit? Mr. Marconi? Wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Sehe ich für dich aus wie Krösus? Yeah. Jetzt, wo Sie es sagen. Sie sehen eher so aus, als müssten Sie in einer Mülltonne wohnen. Sehr witzig, Hicks. Weißt du was? Ein Anruf von mir und du wärst Fischfutter. Nee, ich bin nicht der Typ für marine Fauna. Aber wenn eins dadurch klar wird, dann das, dass Sie ein wohlhabender Mann sind.
Da fällt's doch gar nicht auf, wenn ich diesen Monat keine Miete zahle. Hex. Okay, Mr. Marconi. Ich sehe mal, was ich machen kann. Geht doch, voll nett. So. Erste Motto mal, Alarmstufe Rot. Einmal können wir das schön bezahlen, heute. Kreis, schöne Kettele. Was? Tier uns aus, das ist billiger in den Kopf. Motto mal, kannst du mal die Hälfte der Mythe natürlich schieben? Marconi war da und jetzt steht er im Flur und brüllt, red rum. Nehmen wir das erste. Genosse Mortimer, Alarmstufe Rot. Der alte Marconi will, dass wir unsere Schulden bezahlen. Heute. Mortimer, lass den Scheiß und gib mir das Geld. Oder du wachst morgen mit meinem Kopf auf deinem Kissen auf. Und du bist der Nächste. Wenn ich ihm sage, dass du Mrs. Marconi Liebesbriefe geschrieben hast, gehst du mit unter, mein Freund. Ich hab kein Wort verstanden. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass einmal Knoten Nein heißt und zweimal Ja. Ich bin schon so weit, dass ich dir einfach die Tür eintrete und dir aufs Dach steige. Warte mal, dreimal Knoten? Alter, die Ansage war, zwei heißt Ja, eins heißt Nein. Aber drei? Er sagt, du sollst ihn in Ruhe lassen. Er hätte kein Geld. Ja, ich verstehe ihn. Frag nicht, wieso. Ich verstehe deine Sprache. Doch, ich kann mir wieder Klingonisch nehmen. Langgestellt, reinschreibe, weil wechsel. Nur beginnt sich, ich habe ihn keine Lunde genannt und mich ein bisschen körperlosig gemacht. Nehmen wir das zwei. Okay, Mortimer. Ja. Du bist auf dich allein gestellt. Wenn der alte Marconi hier reinschneit, werde ich weit weg sein. Und dann bist du seiner Gnade und der fetten, pochenden Ader auf seiner Stirn ausgeliefert. Und wirst dir wünschen, du hättest mich nicht so mit deinem Geknurre verwirrt. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Also das spricht doch nicht genug Platz für den ganzen Müll. Okay. Also ich habe ihn soweit verstanden. Er meinte, er hätte seine Hälfte bezahlt und ihm ist scheißegal, was Randall macht. Mit dem Besen haben wir immer umgeschaltet. Glaub nicht, dass der jemals zum Fegen benutzt wurde. Können wir vielleicht das Geld hier benutzen? Nicht gerade viel. Vielleicht reicht das ja. Ich hab Geld gefunden. Schön, Sie zu sehen. Kann ich Ihnen... er lässt Folgendes ausrichten. Oh, hey! Ihr Lieblingsmieter Mortimer lässt Folgendes ausrichten. Ja, ich denke, das waren seine Worte. Junge, wenn dir dein jämmerliches Leben was wert ist, dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden und besorg mein Geld. Ich hab Geld. Und? Kann ich hier nicht irgendwie... Was ist das eigentlich? Oh, guten Morgen, Mr. Marconi. Schön, Sie zu sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Junge, wenn dir dein jämmerliches Leben was wert ist... Ja, ist okay, du willst Geld sehen. Ich hab kein Geld hier. Ja, doch schon, aber... Dieser Ring. Irgendwas ist komisch an dem. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Ja, das ist wahr. Ansonsten sehe ich hier nichts, was bare Münze wert wäre. Aber ich erinnere mich an diesen Spruch vom Anfang. Er nimmt lieber die Tür. Würdest du jetzt vielleicht lieber das Fenster nehmen, anstatt die Tür, weil Mr... Die Feuerleiter, hm? Ja, gute Idee. Ich mag diesen metallischen Klang. Da fühle ich mich sicher. Ist er doch einfach sicher. Ist das der... Das ist eine Katze, oder? Kam das von der Feuerleiter? Das ist eine Katze, der ist, glaube ich, nicht so gut geht. Hat sie nämlich nicht sehr gesund, dann gehört das Kätzchen. Aber so furchteinflößend wie Marconis haarige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Was ist das denn? Das hat sie irgendwie... Oder vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein scheiß Monster in der Gasse. Ist gut, jetzt ist das ein Jack, weil der sagt Jack. Wir hatten schon Jacks im letzten Point, den Click Adventure. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Wer bist denn du? Okay, ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie seinen Klamottenstil. Ich finde, das hat Style. Ich mag das. Eine Bananenschale. Ist hier irgendwas aus? So, dann gehen wir weiter runter. Was ist denn da unten?
Oh, eine alte Frau. Hallo. Oh, Kätzchen. Oh, Hunde sind besser. Alles wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Ey. Naja, schon irgendwie. Übertreib nicht. Immerhin hat's keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grouser. Hallo, Mrs. Grouser. Ich trau mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Kann ich auch sprechen? Nee. Mrs. Grouser findet mein Abenteuer richtig aufregend. Sie blinzelt nicht mal. Krasser Scheiß. Ich würde Ihnen gerne einen Heiratsantrag machen. Sie sind wunderschön. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Aber sie ist wunderschön. Okay. Gibt's sonst irgendwas? Wir könnten sie säubern. Mit Besen fegt man gewöhnlich. Auch wenn ich persönlich damit keinerlei Erfahrung habe. Okay. Ah, die Katze ist wie die stinkend. Das klingt genau wie Matt beim Reihen. Frag mich, ob die auch anderthalb Kästen Bier getrunken hat. Das waren nicht anderthalb Kästen gestern. Das waren fünf halbe. Das sind zweieinhalb Liter. Das ist nicht viel. Was? Wir müssen die irgendwie verscheuchen. Vielleicht sogar mit dem Besen? Ich will keinen Streit anfangen. Dieses Tier sieht gefährlich aus. Das ist ein kleines, süßes Kätzchen. Okay, gut, sie knurrt. Thunfisch-Sandwich, das klingt eigentlich ganz gut. Da hängt ein Controller, lol. Das ist ein... Ich glaube, das ist ein... Den gibt es gar nicht. Das ist nämlich... Hier zum einen haben wir ein Stück von SNES. Aber das ist eher in Richtung Xbox oder 3DS. Also so ein komisches Schiebepad-Dingens. Ich weiß, das behalte ich, lieber. Haben wir noch Blumen? Das ist Mrs. Grousers Topfpflanze. Ganz hübsch. Können wir die mitnehmen? Ein scheiß Blumentopf? Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Ja, was weiß ich? Vielleicht Ruhe! So, jetzt rassern wir krass rum. Hey, da mache ich doch alles dreckig. Das gebe ich nicht weg. Ja, das ist aber nur ein stinkendes Stück. Warum können wir dem nicht einfach den Thunfisch-Sandwich geben? Das ist eine Katze, die müsste doch eigentlich Thunfisch mögen. Das ist ein... Ja, deine Oma ist dumm. Dass wir jedes Mal das Terminal rausholen müssen, nervt mich ein bisschen. Das behalte ich lieber. Okay, das behält er lieber. Da ist ein Haken. Ich muss die Leiter losmachen, aber ich komme nicht an diesen scheiß Haken ran. Streck dich halt. Ich komme nicht ran. Ja, dann nimm halt den Base, mein Gott, Junge, Junge, da, Joka, da. Nur damit bekomme ich die Leiter nicht los. Wo ist eigentlich der Kleiderbügel? Ach so, er muss später anfangen, weil ich bei dem Dialog nicht speichern konnte. Deshalb haben wir den Kleiderbügel nicht. Gib mal her. Dankeschön. Ah, oh, schön, ihr seht, ich kenne mich in dem Spiel schon ein bisschen aus. Ich habe auch damals, als es rauskam, November letzten Jahres in Let's Play gesehen, da weiß ich das eine oder andere noch, aber... Wow, sieh dir das an. Ist sogar immer noch etwas Draht übrig. Quack. Da müssen wir jetzt erst runter. Scheiße. So. Tu es. Ganz vorsichtig. Au. Armes Kätzchen. Perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden und die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Hä? Du bist verflucht. Was bin ich? Verflucht. Warum? Das habe ich mir also nicht eingebildet. Du bist verflucht. Ist ja gut jetzt. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich 3 Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. 3 Jahre. Verflucht. Halt die Fresse! Jetzt reicht's. Niemand verflucht Randall. 3 Jahre alte Mayonnaise? Wie kannst du noch am Leben? Tschüss, Mrs. Grouser. Grüßen Sie Mr. Grouser von mir. Ich glaube, der ist schon tot. So. Oh! Sorry, du bist verflucht. Ist ja gut. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh, das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Nein, lass es. Der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Ist langsam, langsam. Ja. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment, ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir einen Stein ins Gesicht geworfen habe oder sowas. Jetzt lass doch mal diesen... Oh, der Hund ist voll putzig! Ich mag Hunde. Hey, ein kleiner Chihuahua.
Sekunden. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Hierher. Beifuß. Komm zu Herrchen. Ihr hört mir gar nicht zu. Naja, das heißt, du bist nicht der autoritär fein Hund. Ich mag den Hund. Die großen Augen. Ah, wie er mich anguckt. Gut, okay. Bevor ich hier noch zu hundesentimental werde, beenden wir die Folge mal lieber. Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen. Einen Link zur ersten Folge und zur Playlist des Projektes befinden sich unten in der Beschreibung und auch außerdem mit der Links für YouTube, Facebook, Proxy, Hitbox für den Instagram. Ich sage von meiner Seite aus Tschüss, Winde, einen wunderschönen Tag. Bis jetzt dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, was ist denn noch zu sagen außer Tschüssili? Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay.